Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Im Titel steht es schon genau und es geht um die Sicherheit für den Jogger, Läufer, Radfahrer, Kinder, also alles, was sich in der Nacht abspielt, wo die sozusagen die Autos euch nicht genau sehen können. Und das geht hier. Und zwar, wir werden das Ganze auspacken. Es sollte Reflektor bzw. auch LED-Beleuchtung zugleich sein. Wir haben hier drinnen vier Stück plus zwei Aufladmöglichkeiten. Wie du gesagt, wer mich kennt, ich bin ein Freund von Akkus und nicht immer die ganzen Batterien, die man immer wieder austauschen muss. Und zwar so sieht das ganze Teil aus, ist einstellbar von 28 mm bis 35 von 38 cm bis 35 cm genau. So, das ist es einstellbar. Wir können das Ganze natürlich mit unserem USB-Kabel aufladen, das ist eh ganz klar. Und hier kommt dann quasi das USB-Kabel hinein, haben wir so einen auf die Art Wasserschutz, also Spritzwasserschutz, um ehrlich zu sein. Das Ganze wird dann natürlich so über die Hand drüber gestülpt und unten quasi so fixiert. Wir werden natürlich jetzt mal das Licht abdrehen und schauen, wie das Ganze hier so ausschaut. Also ich hoffe, ihr könnt mich jetzt noch so im Großen und Ganzen sehen. Wir haben hier die Möglichkeit, einmal drauf zu drücken, damit es hier quasi ein Blinklicht gibt. Dann gibt es natürlich noch die Option, wenn man noch einmal drauf drückt, ein anderes Blinklicht. Beziehungsweise wenn man dann noch einmal drauf drückt, so ist es ganz standardmäßig. Sollte das Ganze quasi dann einmal, sag jetzt einmal, wenn der Akku leer wird, auf gut Deutsch gesagt, und es ist dann halt einfach leer, hätten wir hier noch quasi die Funktion, wenn ein Licht drauf scheint, dass es trotzdem etwas reflektiert. Also, ich würde sagen, ein gutes Teil. Man kann das natürlich auch sozusagen auch ausbauen. Hätte man so einen Stabel. Man kann das so sehen. Ich komme mal ein bisschen näher. Hier hätte man quasi diese Funktion. Verschiedene Blinkrichtungen. Und das Ganze kommt natürlich dann in den Überschub hinein sozusagen. Also, wie schon gesagt, wir haben hier eben diese vier Anbringungen, die man einfach unten mit einem Klebverschluss quasi aufmacht, über die Hand drüber legt in unserem Fall und zum Beispiel eben über die Jacke, wie man zum Beispiel so wie im Winter, wenn es draußen wirklich ganz, ganz kalt ist bzw. auch dunkel ist, dass man das Ganze dann so über die Hand drüber gibt, kann man oben, unten auf die Füße etc. und dann einfach mal drauf drückt und damit uns die Autos quasi wieder besser wahrnehmen können, Selbstsicherheit und das war's. Ja. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!